Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wrestling Cafés. Vieles diese Woche, also es ist nicht so viel passiert wie die letzten Wochen, aber es ist was passiert. Darüber will ich heute reden mit Max, Hallo. mit Benny, Guten Tag. mit Gio Mahlzeit. und mit Luke Geld. Guten Tag. Ja, noch einmal zur Info: Der Max, der könnte sein, dass der sich demnächst verabschiedet. Spontan. Wissen wir noch nicht. Sehen wir dann. Werdet ihr hören, wenn es klingelt. Genau. Nur, dass ihr euch da nicht wundert oder Unprofessionalität vorwerft. Das wäre es ja noch. Wir und Unprofessionalität. Könnte Das niemals kommt. passieren. Na, um Gottes Willen. Ich möchte gleich zu Beginn Kim grüßen. Auf sein Verlangen. Ja, hat er sich nicht beim Schütteln die Hand verletzt? Ja, genau, das auch noch. Also, der hat vor allem auch, ich glaube, seine rechte Hand, ne? Also, naja. Beim Passiert. Training, beim Training. Beim Training, ja, natürlich, Ausdauer. Weltmeisterschaft im Wegschütteln. Ausdauertraining, Gio. So, wir wollen heute anfangen mit den. Wir fangen an mit den Cruiserweights. Cruiserweight-Turnier. Oh oh. Das war ja eine Nee, kurze nein, Sache. nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Wir verabschieden uns jetzt von Max. Nein, nein, das Klingeln gerade, das war bei mir. Die Pizza, Naja, die ich vorhin bestellt habe, ist gerade gekommen. also. Das ist ja ein Skandal. Das ist Hanebüchen. Pizza beim Podcast direkt rausschmeißen. Ja, wenn ich gerade erst von der Arbeit nach Hause komme. Ja. Ah, siehst du. So, wir fangen jetzt mal an. So, Professionalität. Auf geht's. Oder ja. Okay, fangen wir mit dem Cruiserweight Classic an. Wir machen jetzt erstmal nur diese Woche, was jetzt diese Woche passiert ist. Vermutlich kommt irgendwann nochmal einer, wo wir die gesamte erste Runde besprechen, weil da gibt es ja doch ein paar Matches, die da nochmal ein bisschen was an Diskussionen vertragen könnten. Aber wir fangen an mit einem recht kurzen Match, und zwar Rich Swann gewann gegen Jason Lee via Pin nach dem Standing 450 Splash in 3 Minuten 45. Ja, schönes, schnelles Match. Nix jetzt ultimativ Besonderes, aber ebenso wie man es von den Cruiserweight Classics halt kennt, trotzdem vom Niveau sehr hoch. Ja, auf jeden Fall. Rich Swann hat mir schon bei NXT total gut gefallen. Also der macht richtig Spaß. Alleine schon bei seinem Entrance hat man gemerkt, dass der wirklich richtig gute Laune rüberbringt. Und das Publikum war ja auch komplett auf seiner Seite. Also da gab es ja nicht einen, der wirklich Jason Lee angefeuert hat. Und das, obwohl ich den gar nicht so schlecht fand. Und in dem Fall muss ich auch schon das erste Mal heute Daniel Bryan als Kommentator wirklich loben, weil er es geschafft hat, den Jason Lee, der in Amerika ja nun wirklich noch nicht so sonderlich bekannt ist, wirklich overzubringen, dass er einer der schnellsten Wrestler im Turnier ist, dass er seinem Vorbild Bruce Lee alle Ehre macht, dass er sich wesentlich stärker präsentiert, als man es hätte erwarten können. Ja gut, dass man bei so einem gegen so einen Veteran wie Rich Swann keine großartige Chance hat, hätte man vorher erwarten können. Aber ich fand es einen guten Opener, hat einen heiß auf die Show gemacht und Aufmerksamkeit auf den Rest der Show gelenkt, die ja nun wirklich großartig war. Ja, kann ich nichts weiter dazu sagen. Das ist alles gesagt. Ja, genau deswegen kannst du da nichts weiter zu sagen. Richtig. Na, dann mache ich nochmal Ja. kurz weiter. Ach. Ich fand das Match, für mich war es ein bisschen zu kurz, deswegen fand ich es nicht so gut. Und, ohne jetzt den beiden, ich mag auch Rich Strong sehr gerne, aber ohne den beiden zu nahe treten zu wollen, war es für mich der schlechteren Matches. Erstrunde. Aufgrund der Länge auf jeden Fall, aber auch irgendwie für mich irgendwie so ein bisschen passt. Also es sind beide großartige Wrestler, zumindest das, was ich konnte, aber es war halt nicht so abgestimmt. Man konnte sehen, dass die beiden so noch nicht oft oder vielleicht noch nie im Hackt Giovanni baue ich auch immer ab. Ja, Ja, allerdings. Gio, du hackst ein wenig. Ich Aber glaube, es hackt. dann bringe ich Hack jetzt mal mal, ein. genau, ich wollte gerade sagen, bringe ich mal ein Wortspiel und hake da gleich nochmal ein.
Ich finde, das ist die erste Runde und da muss man auch von Seiten der Wrestler sich noch ein bisschen Luft nach oben lassen. Ich meine, klar, hätte man denen mehr Zeit geben können und in der Zeit hätten sie auch noch ein bisschen mehr zeigen können. Aber ich meine, quasi jeder, der jetzt bisher noch keinen Vertrag bei der WWE unterschrieben hat, aus diesem Teilnehmerfeld könnte einen Vertrag von Seiten der WWE angeboten kriegen, wenn er sich beweist und zeigt, dass er es würdig ist. Und deswegen, ich würde nicht gleich am Anfang meine ganze Munition verfeuern, denn dann ist keine Luft mehr nach oben für weitere Matches im Turnier. Und deswegen, ja, ich fand das völlig in Ordnung, so wie es war. Und hätte, ja klar, ein bisschen mehr Zeit wäre. Mir war es deutlich zu kurz. Ja, wie gesagt, ein bisschen mehr Zeit hätte dem nicht schlecht getan, aber ich finde nicht, dass sie zu wenig gezeigt haben. Ich sage ja nicht zu wenig, ich sage einmal zu wenig Zeit, ja, zu wenig gezeigt nicht. Für mich hat einfach nur die Chemie so ein bisschen nicht gestimmt. Vielleicht wäre es, das war bei zwei, drei anderen Matches genauso. Ja, vielleicht waren da die Zusammensetzungen nicht ganz so glücklich, aber ich denke, in der ersten Runde muss auch nicht alles perfekt sein. Und ich sehe das genauso wie du, Steigerungspotenzial ist auf jeden Fall noch da. Und man hat schon gesehen, wen die WWE in der ersten Runde so dargestellt hat, dass sie dann auch am Ende weit kommen werden. Ja, auf jeden Fall. Wobei ich in dieser Woche fand, also zumindest Jason Lee wäre für mich, wenn ich jetzt in der die Wahl hätte, wen von denen ich unter Vertrag nehmen würde, würde ich zumindest Jason Lee auch einen Vertrag anbieten, weil den fand ich auch, so wie er sich präsentiert hat, fand ich den auch wirklich gut. Der hat noch Luft nach oben, der ist glaube ich 23, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, oder 25. Rich Swann ist 25. Ja, dann ist er 23 und der hat ja noch viel Entwicklungspotenzial. Der hat ja noch viel Luft nach oben und wenn man den dem Entwicklungsvertrag anbietet, dann kann aus dem sicherlich ein ganz großer werden auch nochmal. Also mir jetzt Match, also es ist halt immer, wie gesagt, es ist halt immer Meckern auf hohem Niveau bei sowas, ne? Also jede Smackdown-Ausgabe oder Raw-Ausgabe der letzten Jahre wäre froh gewesen, sowas dabei zu haben. Also, ja, na ja, klar. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Wir kommen aber einfach direkt mal zum zweiten Match, sonst hängen wir hier, wenn wir so weitermachen bei so einem Match, dann hängen wir ja bei den nächsten Matches dann irgendwann komplett. Wir nehmen mal das nächste Match und das ist Noam Dar, wird der so ausgesprochen? Ja. Gegen Gurv Shira, Sira? Sira. Sira. Glaube ich, aber ich weiß es nicht. Gewann via Submission im Champagne Super Niba. 5:25, auch nicht gerade das längste Match. Aber auch hier wieder ein gutes Match. Ja gut, aber weil wir gerade von der Länge der Matches reden, wenn ich habe hier den Baum gerade offen, sage ich jetzt mal. Und die waren alle so zwischen 4 und 6 Minuten. Und die schon Namen haben in der internationalen Szene, zum Beispiel wie Zack Sabre Jr. Zack Sabre Jr. Match ging jetzt 8 Minuten 28 oder das Kota Ibushi gegen Sean Maluta ging 9 Minuten 40. Und im Großen und Ganzen kann ich, ja, was sage ich da jetzt am besten zu? Die gingen alle so um die 5 bis maximal 8, 9 Minuten. Ja, und ich bleibe halt dabei. Ich denke, das ist schon absichtlich so aufgebaut worden, weil man so eine Art Spannungsbogen setzen will. Ich meine, man hat zwar auf der einen Seite nur eine Stunde, aber je weiter man jetzt im Wettbewerb fortschreiten wird, desto weniger Matches wird man an einem Abend präsentieren können müssen. Wenn es dann irgendwann, keine Ahnung, im Viertelfinale, Halbfinale ist, dann sind das nur noch 2 Matches, die du an einem Abend präsentieren musst. Und ja, dann jetzt haben sogar die nur noch 2 Matches. Ja, dann hätten die ja theoretisch, ich meine, klar, man wird jetzt keine halbstündigen Matches bringen, aber man hat wesentlich mehr Zeit als eben diese 5-6 Minuten. Und ich denke mir auch, dass die Wrestler diese Zeit bekommen werden.
Denn ich denke, also was ich bisher von der Cruiserweight Classic so mitbekommen habe, scheint das mehr so in Richtung NXT zu gehen oder sogar noch mehr in Ring of Honor, weil das sind ja fast überhaupt keine Backstage-Segmente dabei. Und dementsprechend, also ich glaube schon, dass man das Wrestling, dass man noch vermehrt mehr Wrestling sehen wird in den nächsten Ausgaben. Ja, das wird ja alles kommen. Das ist die erste Runde. Ja, jetzt zu dem Match kann ich sagen, mich hat der Gewinner überrascht. Ich hätte echt gedacht, weil die Bollywood Boys so promotet haben im Vorfeld in diesen Hype-Videos, sondern Production-Videos, hat es mich echt überrascht, dass beide rausgeflogen sind. Ich hätte gedacht, eigentlich der eine fliegt raus, der andere kommt weiter und dann helfen die sich gegenseitig, vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, Twin Magic Style, um ein bisschen Story vielleicht noch reinzubringen oder so. Das wäre zu doll WWE. Ja, ja, aber wir sind ja bei der WWE. Ne? Das habe ich so gedacht, da haben die mich echt überrascht, dass beide direkt rausgeflogen sind. Ja, die geben nächste Woche ihr Main-Roster-Debüt bei SmackDown. Oh Gott. Die Bollywood Boys. Das bin übrigens nicht ich. Weißt du, jetzt hat einer die Erlaubnis, sein Handy anzulassen, jetzt machen es alle oder was? Was ist denn jetzt los hier? Wer war denn das jetzt schon wieder? Gio, der Älteste. Aha. Der Biominister, der hat auch immer die Erlaubnis. Na. Also, ich kann zu dem Match sagen, ich fand Noam Dar durfte nicht, also man hat gesehen, dass man Dars Moveset schon wieder so ein bisschen beschnitten hat. Ich gebe offen zu, ich bin ein Verfolger von der What Culture Pro Wrestling Company. Und da hat er auch bei einer der ersten Ausgaben ein Match gehabt, wo er wesentlich mehr zeigen durfte. Und deswegen, also ich fand das Match nicht schlecht. Mich hat der Gewinner nicht überrascht, weil ich denke, dass Noam da auf die Dauer ziemlich sicher auch einen Vertrag bei der WWE unterschreiben wird. Aber ja, klar, man hätte wieder mehr Zeit gebraucht, um dass die beiden mehr zeigen können, um sich beweisen zu können. Und am Ende des Tages hätte ich vielleicht ein Eingreifen von dem anderen Bollywood-Bruder für möglich gehalten, sagen wir es mal so. Gut. Dann gehen wir mal zum nächsten Match, wenn da jetzt keiner was zu sagen hat. Aber dann kam für mich das erste Highlight des Abends. Also eins von zweien. Jack Gallagher versus Fabian Aichner, beziehungsweise wie er in Deutschland wahrscheinlich eher bekannt ist, gerade Leuten, die NEW ein bisschen verfolgen, Adrian Severe. 6 Minuten 30, Gallagher gewann das Ding am Ende. Ein absolut starkes Match meiner Meinung nach. Beide hatten richtig gute Aktionen. Beide werden davon profitiert haben. Also auch Aichner, weil durfte halt komplett zeigen, was er drauf hat. Naja, wer weiß, was da sich für Aichner jetzt noch für Möglichkeiten ergeben. Also Gallagher fand ich absolut großartig. Aichner genauso. Ich denke, das war für beide eine Sache, die denen richtig geholfen hat, sich ein bisschen gerade in Amerika dann bekannt zu machen. Ja, beide werden verpflichtet und Aichner wird dann von Tim Wiese gesquasht. Heilige Scheiße. Das wäre dramatisch, oder? Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Charakter von Jack Gallagher, ich kannte ihn bisher vorher nur aus dem Qualifikationsmatch für die Cruiserweight Classic und da hat er mir schon super, super gut gefallen und dieser Eindruck hat sich jetzt in dem Match einfach nur nochmal bestärkt. Ich finde den Charakter sehr, sehr lustig, aber auch sehr glaubhaft, so wie er ihn verkauft. Also ich nehme ihm ab, dass er ein englischer Gentleman ist und wirklich nur zu schmutzigen Tricks greift, wenn seine Gegner auch schmutzige Tricks anwenden. Adrian Severe kannte ich schon vorher, so vom Namen her, und habe wohl auch schon ein, zwei Matches von dem gesehen. Ich finde, er passt ganz gut in die WWE, weil trotz seiner etwas geringeren Größe bringt er halt den Körperbau mit, der ihn in der WWE, solange Vince McMahon noch am Ruder ist, relativ weit bringen kann.
Außerdem kann auch der, glaube ich, also was man aus diesen Promo-Videos so gesehen hat, kann auch der, glaube ich, das eine oder andere Spotfest abfeuern. Ja, ich fand das Match großartig, nur auch da könnte man, wenn man jetzt das Haar in der Suppe suchen würde, sagen, es war viel zu kurz. Jetzt gar nicht. Also ich fand das Match auch sehr, 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 sehr gut. Auf jeden Fall in den Top 3, ja, auf jeden Fall in den Top 3 aller Matches der ersten Runde. Und da, es hat von vorne bis hinten gepasst. Ich habe gerade schon am Anfang gesagt oder in der Vorbesprechung gesagt, dass Gallagher vielleicht sogar der einzige Wrestler ist, der bei diesem Tier, wo es eigentlich rein um Wrestling geht, Showprodukt, geschafft hat, sein Gimmick mitzubringen, mit in diese Show. Und es hat gepasst und es ist wirklich großartig. Und wenn ich jetzt mal so daran denke, wie schwierig es eigentlich ist, von meinem Standpunkt her, ich bin so der nicht Indie und ich kannte so gut wie gar keinen, bis auf die NXT-Leute und die ehemaligen WWE, doch in diesem sehr, sehr schnell mit diesen Charakteren an Wrestlern, und er sticht halt aus der Masse nochmal heraus. Das Einzige, was mich am Match gestört hat, war dieser Double Springboard Moonsault von Eichner. Nicht der Move selber, sondern dass dieser Move halt in dem Production-Video gezeigt wurde. Und das hat für mich so ein bisschen den Moment gekillt. Gerade bei ihm denkt man nicht wie bei Owens oder wie bei Cruz. Diese Agilität und auch High-Flying-Moves. Und da hat man für mich ein bisschen was vorne weggenommen. Da hat man Spoiler, ich hatte nicht mehr diesen Aha-Effekt. Also wer ihn kennt auch den Move. Ja. Wer ihn natürlich nicht kennt, ja, ich würde es jetzt nicht direkt als Kritikpunkt anwenden, weil letztendlich, ja, ich kann es irgendwo verstehen, aber das ist jetzt für mich nichts, was jetzt irgendwie die Aktion kaputt machen würde, weil es ist trotzdem auch immer noch eine sehr beeindruckende Aktion für so einen Typen. Ja klar, da will ich dir gar nicht widersprechen, aber für mich ist dieses Match, wenn ich jetzt mal, wenn man 5-Sterne-Matches vergeben könnte für Matches, die 10 Minuten oder weniger gehen, hätte das für mich ein 5-Sterne-Match sein können, wenn man vorher diesen Move für mich nicht gespoilert hätte, weil ich halt beide überhaupt nicht kannte. So muss ich halt einen halben Stern abziehen, weil der Überraschungseffekt. Steht, was ich damit sage. Ja. Naja, ja, okay. Also wenn man jetzt versucht, das Haar in der Suppe zu finden, dann ist das mit Sicherheit ein zweites, nach dem, was ich jetzt gerade schon, also was für mich das Haar in der Suppe war, dass es wieder viel zu kurz war. Trotz allen positiven Seiten würde ich das Match jetzt nicht auf eine Stufe stellen mit den Matches von dem Zack Sabre Jr. oder tatsächlich von Akira Tozawa. Auch nicht Kota Ibushi-like. Also es war gut, aber es war für mich aufgrund von eben Gallagher gut. Alles andere war in Ordnung. Ich kann gar nicht erklären, was, aber irgendwas stört mich an dem Charakter von Fabian Aigner. Und deswegen hat es für mich hat es entsprechend einfach nicht ganz so gut gepasst, diese Paarung. Aber naja, wie auch immer. Muss mal kurz eine Zwischenfrage stellen, ne? Tu das. Und zwar, es wird Kota Ibushi wird überall gefeiert. Warum? Ja. Weil er ein großartiger Wrestler ist. Oh, oh. Ja, aber es gibt... Muss ich jetzt piepsen? Bitte?
Muss ich gleich piepsen, also nein. Geht das jetzt gleich hier voll ins Battle? Nein, es ist wirklich gebattelt. Das ist ja voll geil, wenn du Kota Ibushi bei Google eingibst, ist das erste Bild, was da rechts erscheint, Adrian Neville. Ja, aber jetzt, für mich, also in meinen Augen, ist ein guter Wrestler, ja, aber es gibt in meinen Augen, wenn ihr sagt, zu was wird er gezählt, zu den Top 10 auf der Welt? Nö. Aber zu den Top 15 auf jeden Fall. Da wäre er für mich zum Beispiel nicht drin. Okay, Benny, dann nennen wir bitte 15 bessere Wrestler. In meinen Augen? Ja. Die aktiv sind? Ja. Darum geht es ja in der Liste. Gib mir mal 5 Minuten Zeit, ich schreibe mir mal eine Liste auf. Gut, dann fangen wir derweil einfach schon mal mit dem Holy fucking shit. Ich fange mit Benny schon mal an. Ach, da ist er ja. Ja. Hat er die Pizza aufgegessen? Nein, die ist noch übrig, aber ich dachte, ich habe das Cruiserweight Classic eh nicht gesehen und kann folglich nicht mitreden. Also kann ich auch mal eine Weile hier Pizza essen noch, dass der schlimmste Hunger erstmal weg ist. Also, wir fangen an. Bennys Liste. Big Show, Kane, Baron Corbin, Mark Henry. Dürfen auch Lukas. Weibliche Wrestler mit drin sein? Eva Marie? Rosa Mendes. Bei welcher Zahl bin ich? Na gut, macht ihr mal eure Liste und wir machen mal weiter. Machen mal weiter. Ich könnte jetzt auch noch mal ganz ketzerisch sein. Du warst schon ketzerisch, weil du dein Handy eingelassen hast. War meine Frau. Ja, und wenn ich da nicht dran gehe, kriege ich einen um den Sack. Das willst du doch. Oh Gott. Benny! Nicht im Podcast, mach das zu Hause, privat. So, wir kommen jetzt zum geilsten Match. Das haben die doch jetzt auch nicht wir hier kommen im jetzt Podcast zum machen Podcast, wollen, oder? Ich bin Moderator, hört auf mich! Du heißt KM, wer könnte dich nicht ernst nehmen? Soll das eigentlich Grusemax heißen, oder? Ey, ich kriege hier langsam echt einen Koller. So, wir kommen jetzt zum letzten Match. Das war eins. Gottes Willen. Es war eins der, ja, ich eins meiner Top 15 Matches of all time, glaube ich. Weil, ich habe erst 14 Matches gesehen, deswegen kommt es jetzt auf 15. Nein, es war einfach absolut großartig, was die in 10 Minuten durchgerasselt haben. Alter Schwede. Also da standen wirklich zwei der Besten der Welt im Ring und die haben abgeliefert par excellence. Ja, ja. Und das hat sich ja auch in der Crowd wieder gespiegelt. Ja. Das war ja beste Pay-Per-View von der WWE-Manier. Wenn da großartige Matches ablaufen. Die waren ja zu 100% der Matchzeit mit drin und haben so gegenläufige Johnny Wrestling und Ciampa Go Chance gebracht. Und also ich habe es live gesehen, ich hatte die ganze Zeit eine Gänsehaut. Also das war einfach ein geniales Match. Punkt. Ja, mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. Es gibt keine Kritikpunkte meiner Meinung nach, außer dass man es vielleicht nicht unbedingt in der ersten Runde bringen muss. Ja, doch, irgendwie hat es auch für eine erste Runde gepasst. Also ich habe vorher auch gedacht, boah, warum bringt man das jetzt schon? Hätte man auch ein geiles Halbfinale draus machen können. Aber genau so, wie sie es aufgebaut haben, war es das perfekte Main Event der Erstrunde. Es war ja im Endeffekt auch das der Erstrunde als letztes Match. War genau richtig. Ja. Ich habe vorher auch gedacht, warum denn jetzt schon? Und die sind beide großartig und so und hier und da und vielleicht kann man so ein bisschen Story aufbauen und nein. Für mich war es genau so, wie es war, perfekt. Es war auch, ich fand das Interview am Anfang auch gut. Ganz krass ist, für mich ist immer so ein bisschen der Johnny Gargano oder Johnny Wrestling ist für mich eher Face und Tommaso Ciampa eher Heel. Eher vom Typ, obwohl sie beide bei NXT Face sind, natürlich als Tag-Team. Aber so, und dass dann genau dieser Face-Typ die Promo hält, dass er sagt, ah, you're just another guy und Tommaso Ciampa so ein bisschen geschockt ist und dann im Match es eigentlich genau umgekehrt ist. Im Endeffekt war es, will ich sagen, ein Squash-Match, aber Tommaso Ciampa hat halt größtenteils des Matches
Und zwar in einer aggressiven, dominanten Art und Weise. Das war wirklich großartig. Und ich habe eigentlich nur auf dieses Finish gewartet, dieses Einroller oder diesen Abstauber, will ich es mal nennen, eher als Einroller. Und es war einfach geil. Und es waren geile Moves drin. Dieser Powerbomb Backstabber, keine Ahnung, ja, was das Ding heißt. Ich was hier los war. Oder die Attacke auf dem Apron. Ich fand schon diesen Ellbogenschlag so sick. Wo die Spucke wegfliegt, ne? Ja, das sah so widerlich aus. Also so schmerzhaft. Der hat es richtig geil gesellt. Davon abgesehen, war das ganze Match schauspielerisch von Gargano einfach nur großartig. Ja. Alles war großartig. Ja. Also ich habe eine Liste fertig, die für mich besser sind als Kota Ibushi, aber nicht in der Reihenfolge, wie ich sie besser finde. So, Max, wie viele Matches von Kota Ibushi hast du denn gesehen? Wie viele? Zwei. Nee, ich glaube sogar eins oder zwei mehr. Ich glaube vier oder fünf. Aber gegen wen, das weiß ich nicht mehr. Dann hau mal raus jetzt. Zack Sabre Jr., Shane Strickland, Ricochet, CM Punk, ich fand sogar Gran Metalik hieß der so bei der Cruiserweight, der Luchador. Ja, der hieß so. Shinsuke Nakamura, Kevin Owens, Sami Zayn, Cesaro, Tommy End, Johnny Gargano, Pentagon Jr., Samoa Joe. Habe ich jemanden überlesen? Weiß es nicht. Aber das waren so meine. Finde ich alle besser als Kota Ibushi. Und allein Gran Metalik ist übrigens Mascara Dorada aus Mexiko. Ist da auch eine ziemlich große Nummer und mittlerweile auch schon bei WWE unter Entwicklungsvertrag. Liste hat auf jeden Fall eine Berechtigung. Ich stimme nicht unbedingt mit der Liste überein, aber ich sage auch nicht, dass er der beste Wrestler auf Erden sein muss. Ich finde Kota Ibushi einfach großartig. Es ist einfach so. Ich finde den Typen großartig. Ich finde auch die Leute, die du genannt hast, großartig. Für mich muss es da nicht mal unbedingt irgendwie eine Rangliste geben. Ich finde, es gibt eine mittlerweile immer größer werdende Gruppe an großartigen Wrestlern, die aus den Indies hochkommen und jetzt auch auf internationaler Ebene, und nichts anderes ist die WWE ja durch das Network, zeigen können, was sie drauf haben. Und ich finde, da muss man nicht unbedingt. Ich gehe so weit, dass ich sage, dass Kota Ibushi da dazugehört. Dankeschön. Gesundheit. Aber für mich braucht so eine Rangliste nicht zwangsweise. Natürlich nicht. Um Gottes Willen gebe ich dir vollkommen recht. Das ist jetzt nur, für mich gehört Kota Ibushi unter die Top 100 der besten Wrestler, nicht unter die Top 10. Das ist jetzt schon aber da, also der Benny, hart. Alter Schwede. Sorry. Fast Majestätsbeleidigung. Wieso das denn? Elfter ist doch auch Top 100. Und je nachdem, was man. Ja, aber also ich finde jetzt Top 100 ist jetzt sein. Nicht. Naja, Lukas, aber er hat schon gesagt, dass Kota Ibushi für ihn nicht unter die Top 15 gehört. Das hat er ja, meinetwegen. Richtig, für mich gehört er nicht unter die Top 15. Aber das, wie gesagt, das ist ja Geschmackssache. Ja, dafür finde ich Wrestler gut, die euch wahrscheinlich gar nicht zusagen, wie Son of Havoc zum Beispiel. Ich finde den Typ großartig. Und in den August. Im Moment, oder so wie ich jetzt, wie gesagt, ich kenne nicht viel von Kota Ibushi, aber für mich kommt der nicht mal ein Hauch zum Charisma, wenn wir jetzt nur über Charisma sprechen, der kommt zum Beispiel nicht an Shinsuke Nakamura ran oder an Zack Sabre Jr. Oh. Naja, also dafür befasse ich mich wahrscheinlich auch zu wenig mit japanischem Wrestling. Ja, jein.
Also, wenn ich jetzt mal versuche, mein persönliches meine persönliche Favoritenstellung von Kota Ibushi hinten anzustellen, ich kann schon verstehen, dass du sagst, der hat nicht unbedingt das Charisma, was ein Shinsuke Nakamura mitbringt. Aber das Ding ist halt, er hat ähnlich wie Hideo Itami das Problem, dass er so den Look von einem, so wie man sich in Amerika einen typischen japanischen Wrestler vorstellt, mitbringt. Und da ist halt das Problem, dass solche Leute in der WWE bisher fast nie, in der jüngeren Vergangenheit auf jeden Fall nicht und in der Attitude Era mit Kai und Tai schon mal sowieso überhaupt gar nicht, einigermaßen glaubhaft dargestellt worden sind. Wenn du die Matches von ihm von New Japan kennen würdest, dann würdest du schon alleine deswegen ganz anders über ihn denken. Also wie gesagt, ich verstehe auf jeden Fall, dass man wenn man nicht so viel von ihm kennt, ihn für ein bisschen Charisma, nicht Charakter, aber charismalos hält. Aber wenn man sich mehr mit ihm befasst, dann finde ich, ändert sich das schon. Ich glaube, wir verwechseln gerade Äpfel mit Birnen. Inzwischen nicht mehr die Gattung Wrestler. Es gibt inzwischen verschiedene Typen, jetzt mal Wrestler-Styles. Es gibt diese Storyteller, wo ich unter anderem ein Beispiel Shinsuke Nakamura oder auch Finn Balor, auch wenn sie im Ring sehr, sehr gut sind, aber die können auch diese Geschichte so geil erzählen, diese charismatischen Typen. Auf der Ja. anderen Seite gibt es dann wieder Leute, die überragend im Ring sind, wie ein Chad Gable oder Kenny Omega, wer auch Sami immer Zayn, das immer ist, Sami Zayn, wobei, Kevin ne? Steen. Ja, genau, wobei, ne, Kevin Steen ist für mich auch eher der Charisma-Typ. Der ist Und eine Mischung aus beidem, dann muss aber. man, dann müssen wir halt auch mal unterscheiden in gewissen Kategorien. Und dann kann man sagen, ja, der ist großartig und dann in der und der Sache, da sind vielleicht noch ein paar Defizite. Und Ibushi ist halt so der Typ, bin überragender Wrestler und vielleicht fehlt es halt, Benny ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür zu sagen, so diesen Wow-Effekt, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, den hat er vielleicht nicht so drauf wie zum Beispiel Shinsuke Nakamura. Ich erinnere mich noch ans WrestleMania-Wochenende, wo wir dann da saßen und Christina reinkam und sagte, oh, der ist irgendwie ein bisschen homo, aber konnte nicht aufhören zuzugucken und war vollkommen begeistert nach einem Match. Weißt du, das sind so, ich glaube, wir Der ist müssen ein da so ein bisschen bisschen Homo. Ja, unterscheiden. ich erinnere mich, der ist ein bisschen Homo. Ja, irgendwie sowas hat sie doch gesagt. Ja, Ja, hat sie gesagt. aber genau das ist er, damit spielt er ja auch, ne? Das ist ja Ja. genau das, womit er. Also Shinsuke, also ich stelle einfach mal also Shinsuke Nakamura ist für mich aktuell der Wrestler, den ich am liebsten sehe. Ich stelle da jetzt keine Top-Listen auf, sondern für mich ist Shinsuke Nakamura einfach der Wrestler, bei dem ich mich im Moment am meisten freue, wenn ich ihn sehen kann in einem Match, in einer oder sonst irgendwas. So. Ich habe da keine Liste, wer jetzt der Beste ist und so, weil sowas endet immer im Streit. Ja, natürlich, Immer. natürlich. Gebe ich dir Das ist vollkommen genau die recht. gleiche Geschichte. Ronaldo ist der Beste, du Huso. Nein, Messi, was laberst du? Das ist genau die gleiche Scheiße. Lasst die doch einfach ihren Job machen, macht keine fucking Alter Listen und freut Götze, euch. Halt die Fresse, Götze, so ein ey. Huso, Alter. Geht zu Bayern und dann zurück. Was los? Manuel Neuer ist Also. der beste Fußballer der Oha, Welt. was los? Der Kruse Max. Er ist bester Mann der Welt. Ohne Scheiß. Aber Top 1. weil du gerade sagtest, den Wrestler, den du zurzeit am liebsten siehst, ist Shinsuke Nakamura. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel Kevin Owens. Wenn der, egal ob der wrestelt oder eine Promo hält, das ist für mich immer innerliches Blumenpflücken. Und Benny ist auch Homo. Kai Dillinger. Bei mir ist es gerade Kai Ben, Dillinger. warte mal. Ja. Wer muss mit mir noch mal in einem Bett schlafen? Anschluss Hochzeit. Kim oder Max? Nee, Kim haben wir extra außen vor gelassen, der ist doch ansteckend. Ja. Der ist doch ansteckend. Ja, ich will da jetzt nicht zu weit drauf gehen, das muss ja nicht jeder wissen. Nicht, dass wir anfangen zu lispeln. Ja.
War der böse? Das war bösartig. Kim ja, weiß, ja. wie es gemeint ist. Ach, übrigens, ich habe mal noch eine Frage zu dem Match, über das wir gerade reden. Ne? Ja. Jetzt habt ihr alle drei durcheinander geredet. Ja, fangen wir mal mit anfangen. Luke an. Nein, wir fangen mit Luke an. Nee, lass erstmal mit abschweifen fertig machen. Ja, nee, ich will erstmal abschweifen, genau. Ich will noch abschweifen. Ich will nicht über Wrestling. Oh, jetzt geht's noch weiter. Jetzt fangen wir mit Ballett an oder so einem Scheiß. Ballett? Was soll ich denn mit Ballett? Nein. Das ist eine sehr hohe Kunst. Ja. Das in Russland nicht noch so groß? Ja. Ich habe ja Black Swan gesehen. Das Bolschoi-Theater, das heißt auch groß. Okay, wir sind jetzt komplett ab vom Schuss. Nee, falls ihr, wann kommt ihr, an welchem Datum reist ihr an zur Hochzeit? Wir reisen an, dürfen wir das schon sagen? Tag vorher. Ja. An demselben Tag, wir kommen 5 Minuten vor der Zeremonie an. Das ist gut so, im Wrestling-Café Bus. Ja, wir haben auch einen Bus. Natürlich haben wir einen Bus. Wer hat denn keinen Bus? Nee, haben wir nicht gesagt, wir fliegen mit dem Helikopter? Nee, da fliegen wir vom Hotel, vom Hilton in Kirchturm und seilt euch vom Kirchturm ab. Ja, Mann. Nee, weil wir in Mörs nämlich Kirmes haben, wahrscheinlich ja nicht so viel Zeit haben werde, mich um euch zu kümmern und euch zu bespaßen. Und da könnt ihr auf jeden Fall richtig geil auf die Kirmes gehen. Nice. Kirmes. Und wir haben eine sehr, sehr große Kirmes. Das ist gut. Aber wie ist das denn auf so einer Kirmes mit dem Energieverbrauch? Der muss doch exorbitant hoch sein. Ist das alles so grün, Herr Umweltminister? Wir haben Ökostrom aus. Sehr gut. Ökostrom aus Tschechien. Nein, echten Ökostrom. Mich überrascht ist, dass ein Otto-Normalverbraucher weiß, dass es verschiedene Ökostromarten gibt. Ja, natürlich. Das ist echten Ökostrom und beschissenen Ökostrom. Ja, man beschäftigt sich ja schon ein bisschen mit dem Thema manchmal, ne? Das ist halt, wenn wir einen Biominister in der WhatsApp-Gruppe haben, der uns permanent zulabert mit der Scheiße, dann irgendwann liest man das und weiß Bescheid. Stoßlüften ist viel besser! Ja. Naja. Und ich bald mal die Klimaschutztipps des Monats. Und Gas ist besser als Öl, habe ich gehört, ne? Ja, kann man so sagen. Okay, demnächst dann die Umweltschutztipps mit Gio. Deswegen habe ich eine Ölheizung. Das machen wir jetzt wirklich. Gio, das hast du jetzt dir selber zuzuschreiben. Demnächst kommt einmal wöchentlich der wöchentliche Öko-Tipp von Gio. Da müssen wir noch so ein lustiges GIF haben, was dann ins. Ja, mit erhobenen Zeigefinger und so. Ich mache da noch so einen kleinen Bio-Jingle. Wie sieht denn bitte ein Bio-Jingle aus? Wir haben jetzt so lustiger Musik und dann spreche ich mit komischer Sprache. Bio-Tipps von Biominister. Na, eigentlich ist ja langsam mal Bio-Kanzler die neue Phase, ne? Bio-Papst. Bio-Führer. Nein, ich bin der Führer. Bio-Papst. Das Thema hatten wir jetzt ja wohl hoffentlich ein paar Mal. So, Lukas, du wolltest noch was sagen zu dem Match. Ach ja. Was? Wie? Welches Match? Über welche Sportart reden wir hier? Ich glaube, es war sowas wie, meint ihr, dass gerade das Match Ciampa gegen Gargano noch bei NXT Storyline-mäßig verwurstet wird? Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Naja, die beiden saßen doch auch nach dem Match irgendwie noch im Ring und man hat sie ja nicht einfach enden lassen, ne? Also. Ich glaube, das endet in einem Tag Team Championship Match, was die auch gewinnen werden. Das glaube ich. Dann in einem Split, doch. Doch, nachdem die so abgeliefert haben. Ich denke schon, dass das zu einem Tag Team Championship Match führen wird. Alleine, die sind im Moment bei NXT im laufenden Programm. Quasi die Number One Contender für The Revival. Danke. Gesundheit. Ich habe gar keinen anderen mehr. Ja, eben. Einmal das und zum anderen gibt es halt auch die laufende Storyline zwischen denen. Und im Prinzip kann ich mir schon gut vorstellen, dass das zum Championship-Match führen wird. Ja, das schon. Und dass sie das auch gewinnen werden. Vielleicht nicht unbedingt ein Split hinterher, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie die Titel gewinnen werden. Alter Hannes, du bist der größte Nerd nach Chibi, den ich kenne. Warum? Das Spiel der Tröne. Ja, Mann, Alter. Game of Thrones ist der geilste Scheiß. Ja.
Es gibt nichts Geileres als Game of Thrones. Wollen wir, wenn wir nicht alle zusammen in dieser komischen Unterkunft hocken, wollen wir da nicht einfach mal Dungeons and Dragons, das Brettspiel spielen? Das aufnehmen? Geht mal lieber auf die Kirmes und macht einen Vlog. Darf ich mal kurz fragen, das Spiel der Tröne ist doch eigentlich eine falsch gebildete Mehrzahl. Da entsteht doch durch die Mehrzahl Ö, oder? Das muss doch Spiel der Throne heißen. Der Throne. Ja, stimmt schon. Der Drohne, das macht das Spiel Matt und Jeff Hardy, das Spiel der Drohne. Ja, das wieso muss dieser Wichser eigentlich jedes Mal erwähnt werden in diesem Podcast? Ja, welcher Max, Wichser? Max, möchtest du noch dein wöchentliches... Nein, es gibt tatsächlich was Neues. Ja, hau raus, ich bin begeistert. Broken Matt Hardy ist im Podcast von Chris Jericho aufgetreten. Er war über eine Stunde lang im Broken Matt Hardy Mode. Alle Leute, die den Podcast schon mal gehört haben, die Ausgabe ist sehr empfehlenswert. Auch wenn ich hier jetzt Schleichwerbung mache, aber das ist mir egal. Für die Konkurrenz, Okay, Chris Jericho ist keine Konkurrenz für uns. Ich wollte gerade sagen. Ja, also komm, der ist ja wohl ein bisschen kleiner als wir. Also komm. Ja, gut. Broken Matt Hardy. Er ist ein absoluter Künstler. Ich fand das Match übrigens richtig scheiße. Broken Matt Hardy ist doch immer noch Drogenopfer Rollins, ne? Oder wie das hieß. Das war doch, gerade weil es doch so trashig war, war es doch richtig. Eben. Als scheiße war's. Danke. Danke. Scheiße. Durch und durch scheiße. Nichts anderes. Die beste Stelle in dem ganzen Match war, als er gedacht hat, Jeff Hardy ist weg und im Hintergrund. Plötzlich kommt von der Seite Willow angesprungen und schreit ihn an. Hey Benny, kennst du die Promo zu dem Match von... Jetzt geht das schon wieder 10 Minuten lang. Das ergibt alles keinen Sinn. Ich verstehe dich nicht, weil die anderen immer reinquatschen. Jetzt haltet mal die Fresse und lass mal Männer sprechen. Kennst du die Promo von Matt Hardy, wo Jeff Hardy im Hintergrund steht und wo Matt das Match gegen die Young Bucks ankündigt? Wo er ankündigt, dass er die Füße der Young Bucks essen will, damit die keine Kicks mehr schleudern können, die super sind. Das hatten wir doch letzte Woche schon, das Thema. Ich find's nach wie vor großartig. Das ist ja Hanebüchen. Können wir jetzt mal bitte wieder zum Punkt kommen? Ich mag TNA. Ich weiß gerade nicht mehr unseren Punkt. Also wir der erste Punkt war, das Match ist scheiße. Wir waren bei Ciampa gegen Gargano. Großartiges Match. Wollen wir das Thema abschließen? Dann können wir nämlich zum anderen Thema kommen. Ja. Darf ich noch eine Sache dazu sagen? Ja. Also, weil nämlich, was wir vorhin gesagt hatten über NXT-Titel für das Tag-Team Ciampa und Gargano. Da glaube ich persönlich nicht so dran, weil ich sehe Johnny Gargano im Moment als Mitfavoriten auf den Sieg des Cruiserweight Classic und auf den Aufstieg ins Main Roster. Wer war das? Ich war es, Entschuldigung. Ja, du darfst. Nein. Ich wollte es nur, ich weiß es natürlich nicht. Ist der Boy auch so leise? Nein. Wer ist leise? Mal. Ich bin leise. Hallo. Irgendjemand hat ein Echo. Nein, ich hab kein Echo. Deine Mutter ist ein Echo. Oh, das ist halt schon wieder so eine geniale Aufnahme. Ich hab ein Echo. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Esel. Ah, stark. Wesel ist meine Kreisstadt. Ach Gott, ey, Klugscheißer. Ja. Ja, und die haben den Esel nur, weil sich auf Wesel. Wo wir gerade dabei sind, der Bürger aus Wesel, den möchte ich einmal kurz grüßen und ihm gute Besserung wünschen. Wem? Den Bürger aus Wesel. Bürger aus Wesel, wer ist das denn? Das ist Herr Carsten Beck. Oh na, ja. Der hat... Boah, ey, den muss ich... Wir brauchen noch... Ich muss noch mal abschweifen. Wir brauchen noch einen Prominenten, den wir als Flaggschiff für unsere Klimaaktion hier... wie geil wäre das denn bitte? Ja, der hat, glaube ich, gerade andere Sachen zu tun. Twitter doch mal Bad Bounce an. Das hat ja schon so oft so gut funktioniert mit dem Antwittern bei uns, ne? Ich würde ja mal bei CJ Parker versuchen. Ja. Derzeit. Der war auch nicht schlecht. Der kann da mit seinem Schild rumrennen. Wenn du CJ Parker eingibst, kommt Pamela Anderson. Also der Google-Algorithmus ist aktuell äußerst interessant.
Ja, ich will mich jetzt nicht beschweren. CJ Parker war doch die Rolle von Pamela Anderson in Baywatch, so hieß die. Na, die hieß doch... Na, echt? Doch. Ja, doch. Nein, da, kommt, echt? Da kommen direkt die Experten raus. Ich bin da ein bisschen zu jung für, ich hab das nicht Experten. Geguckt. Experten, Ruhe, Silence, Giovanni. Oh Gott, oh Gott. Giovanni. Giovanni. Gio erwartet ein Ja von dir. Ja. Okay, Gio ist tot. Sag doch tausendmal Ja. Soll ich dir mal sagen, was 2017 wieder in die Kinos kommt? Oh nein. Oh nein. Power Rangers. Ja! Ehrlich? Ja! Oh Gott! Ja, großartig. Hannes, dafür bist du deutlich zu jung. Na, Power Rangers habe ich auch geguckt, Alter. Ja, aber Staffel 17, da waren die schon scheiße. Nein, nein, um Gottes Willen, was glaubst du denn, wie jung ich bin, Alter? Weiß ich nicht. 20, zarte. 21. Staffel 17, also ich glaube, es hackt. Ja, okay, du bist wahrscheinlich bei Turbo mit eingestiegen. Nee, ich habe die klassischen Power Rangers geguckt. War die dritte. Mighty Morphin Power Rangers, Alter. Staffel 1. Haben wir letztens auch geguckt, ne, Gio? Ja, haben wir auch geguckt. die erste Folge. Also immer noch, war das im Intro, wo die durch bloße Moves Gras explodieren lassen? Auch? Als Kind war es geil, ja. Aber naja, irgendwann. Der Film soll auch eher eine ältere Zielgruppe ansprechen. Soll auch ein bisschen düsterer werden, ein bisschen brutaler. Kommt der ins Kino, oder? So ein bisschen, der wie kommt bei ins Pokémon Kino. Go. Ne? Die sprechen ja auch keine Kinder an. Ja, uns. Ja. Also mich spricht Pokémon Go nicht an. Mich schon. Das kann ich jetzt übrigens, fällt mir gerade ein, ich habe keinen NXT und Cruiserweight Classic geguckt, weil ich gestern mit meiner Freundin nach Münster gefahren bin, um da im Zoo Pokémon zu fangen. Ach du heilige Scheiße. Und dann seid ihr mit dem Lama zurückgekommen, oder was? Apropos, nochmal zurück zu Power Rangers. Apropos Lama. Gerade mal, wer Zordon spielt. Ein Ding. Zordon. Brad Pitt. Nein. Bryan Cranston. Echt yes. Jetzt? Ja. Echt jetzt? Ja. Bryan Cranston. Was? Breaking Bad. Gio, verdammte Scheiße. Ach so, Breaking Bad, ja. Ja, haben wir nicht zu Ende geguckt. Christina mag es nicht, wenn die Hauptdarsteller sterben. Wer ist denn da bitte? Hä? Naja, also Hauptdarsteller, Spoiler Alert. Ist der nicht gestorben? Reden wir nicht eigentlich immer noch über Wrestling, theoretisch? Also, ich nenne das jetzt auch das Chaos-Café. Ich würde prinzipiell sagen, das lässt das Ende offen. Ja. Ob der da jetzt überlebt oder nicht. Ja. Demnächst kommt dann The Walking Bad, wo dann so ein Zucken noch kommt und dann... Nein. Oder wie Jon Snow, der wacht einfach wieder auf, weil er von der Ruhe ist. Oh Gott, Gio! Das kannst du nicht bringen! Entschuldigung. Ja, einfach so. Natürlich kann man das erzählen. Klatscht der raus! Den größten Aufhänger für die aktuelle Staffel. Haut da raus! Das ist doch nicht der größte Aufhänger. Natürlich. Ach Quatsch, das ist doch schon von Anfang an klar, dass das passieren wird. Ja. Jedem, der die Serie verfolgt hat, war das klar, dass das passieren Welche wird. Welche Serie? Natürlich. Game of Thrones. Das war nicht mehr so scheiße. Viel überraschender fand ich, als sie am Ende Benny, die ganze Zeit, als sie das am Ende da den Vatikan da... Den Vatikan? Ja, oder wie das da den heißt. Ice Barrow. Genau, Ice da. Barrow. Was auch immer, den Papst, als sie den da in die Luft gesprengt haben. Was, Leute? Alter, ich muss den gesamten letzten Teil rausschneiden. Das große Chaos-Spoiler-Café. Spoiler-Café. Oder da, als dann plötzlich die Mauer eingestürzt ist und die White Walkers da einfach durchmarschiert sind. Hä? Das fand ich auch ganz schön. Das fand ich auch ganz schön heftig. Was laberst du? Komm, wir hören mal auf zu spoilern, sonst. Ja. Wir hören mal auf zu spoilern, sagt der. Oh, Jon Snow ist wieder aufgewacht. Das war wirklich kein Spoiler. Die Frage war nur halt, ich habe gespoilert, wer es gemacht hat. So, wir kommen jetzt mal zum nächsten Thema. Also ich wollte eigentlich auch nur noch... Ich wollte gerade noch erwähnen, da der zweite Teil vom Turtles-Film jetzt in den Kinos ist. Wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste! Ja, das die passt jetzt aber gerade so Power Rangers-mäßig, so hatte ich das Gefühl. Die neuen Turtles-Filme sind scheiße. Danke. Ich hab's auch nicht gesehen.
Hallo, find, ey, das hat doch damit nichts zu tun, Mensch. Wie heißt die Schlampe, die Transformers Bitch? Megan Fox. Ja, die spielt April O'Neil. Ja. Wo sind wir denn? Das ist doch scheißegal. Es nein, geht nein, nur darum. Nein! Aber wir wollen das doch gar nicht ausdiskutieren. Ich wollte jetzt eigentlich, na gut, meinetwegen, dann erzähle ich halt nicht. Dann erzähle ich halt nicht, dass meine Pizza gerade die bei Pizza Hut die ein Turtles-Pizza-Angebot haben und die Lieblingspizzen der Turtles. Das ist doch gar nicht legal. Schleichwerbung. Feldkröten auf einer Pizza ist doch gar nicht legal. Ist Pizza Hut sowas von scheiße. Ja, das ist einfach nur... Das ist eine Frechheit, dass die sich Pizza nennen dürfen. Nicht schon mal, also, seit ich bei Gio Pizza gegessen habe, kann ich das bestätigen. Verdammt. Was denn? Für das Lob. Ach so, ich hab verdammt B-Dank. Verstanden. B-Dank, Hannes, B-Dank. Ich hab verdammt verstanden. Ich aber auch. Ich hab das auch so verstanden. Ihr hört, was ihr hören wollt. Ja. Naja, es war eine ausgezeichnete Pizza und seitdem mag ich auch fast keine andere mehr. Gut. Ich wollte jetzt eigentlich noch über ein paar aktuelle Themen in der WWE sprechen. Ja, hau raus. Wir machen das einfach ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil wir jetzt zeitlich ein wenig in Verzug geraten sind. Es gibt wieder mal ein paar Verletzte. Bray Wyatt unter anderem ist da wohl der prominenteste Ausfall. Hat sich am Knöchel verletzt bei der letzten... Jimmy Uso ist verletzt. Wollen wir wieder damit anfangen? Wir haben gerade wieder einen Faden gefunden. Bray Wyatt hat sich im Zuge der SmackDown-Live-Ausgabe verletzt am Knöchel. Und da hat man eben auch wieder gesehen, der Referee hat das X-Zeichen gemacht, was eben bedeutet, dass jemand sich wirklich verletzt hat und dass das nicht gesellt ist. Gewitte, ja. Entschuldigung. White hat es sogar geweigert, so rum das Match zu stoppen, also was er eigentlich machen sollte, und hat das Ganze zu Ende gemacht. Offiziell ist da noch nichts bekannt, das ist nur das, was Dave Meltzer, glaube ich, Dave Meltzer gesagt hat. Er ist aber, was man als Indiz nehmen kann, ob er für die kommenden Tage in den House-Shows wresteln wird. Weil wenn er da nicht dabei ist, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass der ein bisschen was Ernsteres am Knöchel hat. Ebenfalls verletzt ist Paige. Und auch Jimmy Uso ist hin. Für eine Weile. Ja. Also White ist natürlich da der härteste Fall, weil da hat man ja auch mit dem Roster-Split so ein bisschen gehofft, dass der da nochmal jetzt einen Push kriegt, was ja sich so ein bisschen damit erledigt hat, dass Dolph Ziggler plötzlich wieder ganz oben steht, ne? Ja. Dolph who? Also ich mag Dolph Ziggler. Ich habe auf Facebook gelesen, dass das mit Bray Wyatt alles gar nicht so ist. Dass das alles nur Storyline ist und dass es dem wunderbar geht. Ach so, ja, das... ähnlich wie bei Eva Marie, ja? Oh, halt die Fresse. Hey, Moment mal, bei der gab es diese Woche auch einen Verletzungsangle bei SmackDown Live. Schade, dass es nur ein Angle war. Das habe ich aber nicht so ganz verstanden. Hallo, das gönnt man keinem. Ach doch. Na, sie hat den Vince McMahon / Kevin Nash gespielt. Sie hat sich am Knie verletzt, als sie in den Ring gegangen ist. Sie hat sich das Kreuzband gerissen. Nee, nicht als sie in den Ring gegangen ist, als sie vom Apron gesprungen ist, so habe ich das gesehen. Was macht die denn auch sowas? Die weiß doch genau, dass sie sowas nicht kann. Also nicht Quatsch, vom Dings hier, von der Ringecke, hat sie sich da so hingestellt und Kusshand und so und dann ist sie rückwärts runtergesprungen, Kreuzbandriss. So sah's aus. Selber schuld. Ich gehe ziemlich fest davon aus, dass das ein Work war, also... Ja, ich verstehe aber den Sinn davon nicht. Man will jetzt. Man wollte sie in die Shows bringen und hat gedacht, boah, scheiße, die kann ich wresteln und dann machen wir es halt so. Genau. Oh Mist, das merken wir jetzt. Oh nein! Nach 340 Jahren merken wir, dass diese Frau nicht wresteln kann. Oh mein Gott. Haben die es beim Entrance gemerkt und haben dem Referee noch schnell einen Call ins Ohr gegeben. Aber das macht doch heutzutage einen guten Heel aus. Dass er verletzt ist? Nee, dass er nicht wresteln kann. Braun Strowman. Ja, genau. Nur Heels, die nicht wrestlen können, können von allen Fans in der Halle aus ganzem Herzen ausgebuht werden. Also John Cena auch? Wenn John Cena Heel turnen würde? Heel. Nicht bei den kleinen Kiddies. Die WWE hat's nur noch nicht erkannt. Genauso wie Roman
fucking Reigns. Der ist doch hier, der wird doch hier geturnt gegen Rusev. Um Gottes Willen, habe ich alles auf Facebook gelesen. Facebook, die neue Quelle, Facebook. Auf was? Auf wwe.com oder was? Oder wwedeutschland.de? Quatsch, bei WWE anonym. Oh Gott. Anonymous, what geleakt. Ja. Ey, habt ihr schon gehört? Big Show ist schon wieder hier geturnt. Nein. Wo ist Big Show eigentlich nochmal? Ich hoffe in seiner Hose. Moment, was? Hab ich auch nicht verstanden. Ist auch egal, glaube ich. Big Show ist aktuell in Shanghai und hat einen roten Kung-Fu-Anzug an und versucht graziös Kung-Fu-Moves zu machen, was bei einer Größe von 2,04 Meter und einem Gewicht von ungefähr 8 Zentnern nicht ganz so gut funktioniert. Das ist für den neuen... Wollten die nicht ein Remake drehen von, wie hieß der Film? Beverly Hills Ninja? Kennt den Film jemand? Nein. Da okay, geht's auch darum, dass so ein... Wie kommen wir denn immer wieder zum Thema Filme? Wollt ihr mich verarschen? So ein dicker, rothaariger Ninja werden will. Wir müssen mal unbedingt einen Film-Podcast machen. Wollen die bei den Power Rangers auch? Kann mir jemand erklären, was TBT im Zusammenhang mit der WXW bedeutet? Was? TBT. Wie kommst du da jetzt drauf? Weil ich gerade einen Tweet von... WTT? TBT. WTT. Nein, TBT. TBT heißt... Ah, Throwback Time wahrscheinlich. Ja, ja. Okay, gut. Weil ich hab gerade so ein Twitter-Post von Bad Bones und Absolut Andy gesehen, wo die von Luke Gallows und Carl Anderson irgendwas filtern, dass sie da mit denen zusammen waren. Und da habe ich jetzt gerade gedacht, was? Was soll das denn? Verpflichtet die WWE jetzt plötzlich Absolut Andy oder so und Bad Bones? Und ach, dann, deswegen wollte ich wissen, was TBT bedeutet, und dann hat sich das ja geklärt, wenn das Throwback Time ist, dann ist das bestimmt... Nein, TBT ist Throwback Thursday. Ja, dann... Das ist so ein Instagram und so Hashtag, wo irgendwelche Leute so Bilder von sich als 10-Jähriger zeigen oder wie auch immer. Ja, dann ist das aber trotzdem höchstwahrscheinlich eine Erinnerung an eine alte World Tag Team League oder sowas. Korrekt. Ja, gut. Wollte ich nur mal gefragt haben, dass wir auch mal noch einen gewissen Anteil über Wrestling gesprochen haben hier. Ja, der Zug ist abgefahren. Ach, apropos Tag Teams, ne? Joe Hendry ist ja jetzt, scheiße, wie hießen die? ICW Tag Team Champion. Voll super. Fehlt irgendwie... Der rote Faden in diesem Podcast. Wer hat den roten Faden geklaut? Ich war's, Entschuldigung. Okay. Das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Ja, viele sind verletzt und es kommen auch wieder welche dazu. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen über Shelton Benjamin und Mr. One Move Rhino. Und jetzt gab es ja, die Gerüchte gibt es ja eigentlich seitdem er weg ist, dass er wieder zurückkommt. MVP wird nicht zurückkehren. Nee. Jinder Mahal ist zurückgekehrt. Ja, wie konnte ich es vergessen? 2MV, Baby! Ja, nee, nicht. Und das war der größte Abfuck, seit Undertaker verloren hat beim WrestleMania. Das können die müssen. Nein, das geht. Nein, das ist nur Taktik von denen. Die kommen doch mit einem Riesenknall zurück und werden World Champions. Einer bei Raw, einer bei SmackDown. Das geht doch gar nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Ohne Drew McIntyre macht das Ganze alles keinen Sinn. Dann ist es nicht echt. Die machen den Social Outcasts Three-Man Band. Klar doch. Oh Mann. So. Was ist eigentlich mit Bo Dallas passiert? Habe ich den irgendwie verpasst oder ist der gefeuert worden? Nee, der ist finally da, wo er hingehört. Bei Raw. In den Tiefen der Bedeutungslosigkeit, der Nicht-Existenz, der völligen Interessenlosigkeit. Genau da, wo dieses Individuum hingehört. Also sitzt der jetzt neben Jack Swagger auf der Couch. Ich distanziere mich hiermit ausdrücklich von Hannes Äußerung von Bo Dallas und spreche dir die Wrestling-Kompetenz hier.
Ja, kannst du gerne machen. Bo Dallas ist halt einfach scheiße. Nein. You just have to bow leave. Ah ja, Benny, ohne Scheiß. Du sagst mir jetzt, Bo Dallas ist nicht scheiße und dann hatten wir eben diese stundenlange Diskussion über Ibushi, Alter. Ohne Scheiß, was ist bei dir im Kopf eigentlich falsch verbunden? Ich finde Bo Dallas lustig. Ja, lustig, schön. Ich finde ihn scheiße. Ja, ist doch okay. Genau, wie ich Brock Lesnar inzwischen scheiße finde. Ja, Brock Lesnar finde ich scheiße. Ich finde Brock Lesnar lustig. Das ist das eintönigste Dopingvieh, was es auf diesem Planeten gibt. Ja, deswegen hat er ja auch eine Farm in Kanada. Da spritzt er sich das Zeug, was normalerweise Rennpferden gegeben wird. Er kämpft jetzt natürlich dann gegen den anderen einseitigsten Typen aller Zeiten. Das passt da natürlich auch wieder. Was mich aber sehr interessiert hat, waren die Comeback-Gerüchte von John Morrison, a.k.a. Johnny Mundo. Wird aber nicht passieren, der ist bei Lucha Underground noch für mindestens 3 Jahre unter Vertrag. Ja. Ach, wenn es die Scheine locker macht. Ja, Ablöse zahlt man im Wrestling-Business. Ja, aber Vertragsstrafen müssen die dann für Johnny Mundo bezahlen. Wahrscheinlich, also würde ich zumindest mir vereinbaren lassen. Die WWE hat kein Geld mehr, die musste jetzt Paul Heyman erstmal eine fette Lohnerhöhung geben, damit er da weiter auftritt. Ja. Auch der größte Witz. Also für Johnny Mundo würde ich das auch gar nicht machen, die wollen das ja, also die haben das doch auch gesagt, irgendwo habe ich irgendwo gelesen, dass die gar keine großen Leute aus den Indies verpflichten wollen, die wollen da nur Shinsuke Nakamura. Nein, ich meine jetzt fürs Main Roster jetzt als Aufstockung, damit die den Roster Split durchziehen können, wollen die nur Midcard-Kanonenfutter holen, dass es sich in den Indies sowieso nicht richtig durchgesetzt hat. Naja, aber komm, was war denn bitte John Morrison in der WWE anderes als ein Midcard-Kanonenfutter? Ja, damals, aber jetzt ist er ja beschissenen doch, zumindest bei Lucha Underground, groß. Da, wo ich auf dem Stand bin. Von ja, ist auch, aber trotzdem, es ist ja WWE zu 100%ig der Stil, zu 100% der Stil der WWE, dass man Leute, die in den Indies große Nummern gewesen sind, ihre Vergangenheit komplett abspricht und sie zu absoluten Geeks macht. Das ist ja in der Vergangenheit. Also AJ Styles ist der absolute Weltstar. Ja. Der darf jetzt gegen John Cena kämpfen. Das ist die größte Ehre im WWE-Business. Ja, und da wahrscheinlich seine zweite Niederlage in Folge abholen. Natürlich. Wer erwartet denn irgendwas anderes? Niemand. Aber trotzdem, also es ist ja nun mal so, dass theoretisch man John Morrison von heute auf morgen zurückholen könnte und ihn darstellen könnte, wie damals im Tag-Team mit Joey Mercury und Melina. Das zumal ja bei Melina auch die Rückholgedanken bestehen. Und wenn Morrison... Wir bringen ihn mit The Miz wieder zusammen und die beiden werden Tag-Team-Champions. Ach du heilige Scheiße. Das war cool, ich fand die beiden so genial als Tag-Team. And welcome to the Third Shade. Ja, genau. Ja, schlecht waren sie nicht, aber da hat Miz auch noch Baggy-Pants getragen, hässlichen Hut aufgehabt und eine komische Frisur. Ja, ja, The Miz ist jetzt besser. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt bei dir kaputt? Du bist es jetzt ungefähr auf dem Boden seiner Karriere angelangt. Dass er jetzt schlecht, wieso auf dem Boden? Er ist doch Intercontinental Champion und dreht ganz viele Filme. Wieso? Ja, warum? Du willst dein Argument stärken und sagst dann, er ist Intercontinental Champion. Also bitte. Er das könnte auch da sein, also auf dem Boden seiner Karriere würde ich The Miz erst sehen, wenn er sich zusammen mit Jake Swagger zu Hause auf die Couch setzen muss. Ja, aber da darf er zumindest kiffen. Dann wird er suspendiert. Ist egal. Und das Schlimme ist, dass dann ja auch noch Bo Dallas da rumläuft und den beiden das ganze Essen wegfuttert, wenn die dann den Kifferhunger kriegen. Woher weißt du denn so genau, was passiert, wenn man kifft? Das hat man gehört. Ist jetzt auch noch Pizza essen? Ist nicht jeder so ein Moralapostel wie du, Hannes? Ach, halt die Backen. Ganz ehrlich, wo wir das gerade so besprechen, ich habe in meinem Leben noch nie irgendwas geraucht. Willkommen im Club. Echt schon, Tabak. Ich kann mich da auch nicht ganz rausnehmen. So, und nur?
Bringen wir das Ganze zu Ende. Ja. Zu einem schnellen Ende. Oh nö. Wow, Gio macht heute den KM. Kann mir den Witz jemand mal erklären? Nein. Hörst du unsere Podcasts nicht? Doch, ich höre eure Podcasts, aber mittlerweile etwas unregelmäßiger. Aha. Ich komme mit diesem ganzen Wrestling, das ja, immer... Lukas, hört ihr den Podcast an? Mittlerweile ist auch nicht schlimm, das ist schon uralt. Hört ihr den Podcast an, in dem wir den Tod von China besprochen haben? Ich glaube, da steht China nicht im Titel. Doch. Dann wirst du den Witz verstehen. Ich finde den... Also, das ist jetzt nur, wie gesagt, ich komme mit den Primärquellen schon kaum noch hinterher, weil ich jetzt... Sind wir keine Primärquelle, ja? Nee, ihr seid ja nur Aufarbeitung des Wrestlings, in dem Sinne. Deswegen seid ihr Sekundärquelle. Wir müssen Gerüchte schüren. Ja. Herr Kim ist heute übrigens nicht dabei, weil er angeblich in einen Mord verwickelt wurde. Und ich habe gehört, Vince McMahon hat Krebs. Aber das sind nur ganz lose Sachen, deswegen nimmt er sich auch zurück. Und deswegen liest man auch, dass das Writing-Team jetzt sehr erleichtert ist. Also ich habe ja gehört, wow, dass Vince McMahon schon gehört hat, dass er daran sterben wird und die WWE mit ins Grab nehmen will. Und dass deswegen die letzten 2 Jahre so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Wow. Quelle war Wrestling News World. Meine Quelle. Wir sind die Quelle. Meine Quelle war B4 Verkauf. Meine Quelle war eBay Kleinanzeigen. So. Können wir das Hannes bitte beenden? Was beenden wir? Haben wir mit irgendwas angefangen? Also. Wir beenden jetzt diesen Podcast. Kann ich nochmal das Zuhören auf Wiedersehen. Kann ich nochmal eine Frage stellen, bevor wir aufhören? Ja. Hat irgendjemand, oder es sind eigentlich mehr als eine Frage, hat irgendjemand diese Woche schon NXT gesehen? Nein. Nein. Nope. Okay, dann brauche ich die anderen Fragen auch gar nicht zu stellen. Gut. Gut, na dann. Es war mal wieder eine sehr organisierte Runde des Wrestling-Cafés. Ja, hört jetzt noch jemand zu? Müssen wir überhaupt noch einen Abschied machen oder können wir einfach jetzt abbrechen? Wir können jetzt einfach Tschüss sagen. Ich finde, gut, es würde 3, einfach zum Wrestling-Café, wenn 1, es... Abbruch.